Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen mal wieder zu einem etwas anderen Video als üblich. Und zwar im Euro Truck Simulator 2 im Singleplayer, nicht im Multiplayer. Beziehungsweise es geht eigentlich nur um eine kleine DLC-Vorstellung. Ein DLC, was gestern so ganz sporadisch mal wieder rauskam. Es heißt, Vorsicht, the best English, Mighty Griffin, also irgendwas über Deutsch übersetzt, ein Greife, ein mächtiger Greife oder irgendwie so. Auf jeden Fall sowas in der Art, und es handelt sich dabei um dieses Mighty Griffin, um ein Tuning Pack, also um neue Anbauteile und so weiter und so fort. Allerdings nur auf die Marke Scania beschränkt, also auf Scania LKWs. Und das Ganze habe ich mir gekauft und will es für die, die es noch nicht haben, die ETS- und ATS-Enthusiasten unter euch, die haben das natürlich schon 10 Sekunden später nach Veröffentlichung gekauft, ganz klassisch. Aber für die, die es vielleicht noch nicht haben oder überlegen, ab sich die 3,54 €, beziehungsweise wenn der Sale da vorbei ist oder die Rabattaktion, sind wir da bei 3,99 €, glaube ich, ob sich denn das lohnt. Deswegen habe ich einfach einen Scania Dreamline, das ist, glaube ich, der größte, den es im Spiel hier gibt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und schauen wir uns einfach mal an, was wir hier alles so verändern können. So, ansonsten Kabinenaufsätze, Topline ist das, keine Highline, Topline. So, ansonsten Kabinenaufsätze gibt es nichts Neues, Fahrwerk gibt sich Neues, Motortechnik gibt ebenfalls nichts Neues, ne, dingstechnisch auch nichts. Im Innenbereich gibt es zwischen Standard, Exklusiv, Exklusiv V8, ist das jetzt neu, Exklusiv V8? Das ist Standard. Das ist Exklusiv und das ist Exklusiv V8. Ja, war aber schon eingestellt. Ich habe es nicht gekauft. Also wird es so, denke ich mal, dementsprechend schon mit drin gewesen sein. Zu der Lackierung an sich gibt es da was Neues. Und zwar alles, was meines Erachtens nach ab hier kommt. Und zwar dieser Scania Griffin E-Born Metallic. Sieht dementsprechend so aus. Es ist halt dieses Scania-Logo, dieser Greife, einmal als Metallic in Blau oder E-Born, dann dementsprechend das Ganze als Silver Metallic, das Ganze dann auch nochmal in Special, sprich in Kunderbunt mit Farbe, und dann einmal das Custom-Dings von Scania im Allgemeinen im schlichten Grau-Blau gehalten. Könnt ihr aber natürlich ohne Probleme umfärben. Wer darauf steht, sollte das alles nicht so wirklich das Problem sein. Das könnt ihr im Übrigen mit allen machen. Sprich, hier könnt ihr auch diese kompletten Scania-Farben da ändern, aber ja, für Liebhaber, denke ich mal, ist das wohl eher nicht so angedacht. So, ansonsten das Ganze gibt es dann hier auch nochmal im wunderschönen Blau. Das sind die neuen Lackierungen, die gehören meines Erachtens nach hier nicht dazu, und ne, der Rest ist auch alles von anderen Tausenden und Abertausenden DLCs, die ich mittlerweile für dieses Spiel besitze. Ich würde einfach mal sagen, die Lackierung hier gefällt mir, ist schlicht wunderbar. Switchen wir mal weiter, denn das Tuning Pack basiert größtenteils natürlich auf Anbaudinger oder auf technischen Schnickschnack, den ihr am LKW mit dranbauen könnt. Das seht ihr nämlich schon, es ist definitiv mehr möglich als vorher. Und wir fangen einfach mal von ganz oben an. Da haben wir natürlich diese Wunderbollen und Umleuchten oder dementsprechend auch hier diese Bügel. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Könnt ihr dran machen, klickt ihr drauf, könnt ihr hier eure Lichter und so weiter und so fort ranpacken. Da hat sich jetzt, wie gesagt, in dem Fall gar nichts geändert. Deswegen lassen wir das auch mal weg. Sonnenblende bleibt alles so, wie es ist. Spiegel bleibt alles so, wie es ist. Das hier oben bleibt alles so, wie es ist. Und hier ist jetzt auch was Neues. Wie das Ganze hier heißt? LED-Schild. LED-Schild, da könnt ihr jetzt ein Scania V8 Power-Emblem draufhauen. Ein Scania-Emblem oder ein Mighty Griffin. Ja, was dann im Übrigen auch so wie das Dings dann heißt. Der ist dann einmal hier hinten dran, wie ihr seht. Beziehungsweise das ist alles hier hinten dran. Einmal Scania V8, einmal der Scania Emblem oder dann halt dementsprechend so in dieser Edition. Das ist dann einmal hier hinten drin. Wenn wir da mal kurz reinkommen und uns nach hinten umschauen können, seht ihr, da ist das Ding drin. Und ja, das leuchtet sogar auch dazu, aber dann dementsprechend später mehr. So, für die Innenausstattung. Ansonsten Nummernschild, beziehungsweise Fahrerschild, ne? Standardgemäß, da gibt es jetzt einmal noch das Scania-Emblem, das Scania V8-Emblem, das Scania-Emblem als LED oder halt einfach nur das Scania V8-Power allgemeines Emblem.
Das geht natürlich auch auf der anderen Seite entweder doppelt oder was anderes. Also schon mal für die, die auf Licht stehen, definitiv, ihr könnt jetzt Disco machen. Konntet ihr schon vorher mit rundum leuchten, aber jetzt umso mehr. Wenn wir jetzt hier in der Mitte klicken, was sehen wir da? Eine Windschutzscheibe in der Mitte. Was könnt ihr da drauf bauen? Natürlich ein Scania-Emblem, ein Scania V8-Emblem, ein Scania-Emblem in LED oder einfach nur Scania V8 Power-Emblem als LED. Ja, könnt ihr machen, bis er schwarz wird, so auf Deutsch übersetzt. Auf jeden Fall eine nice Sache. Ich klicke mal kurz hier drauf, denn hier unten drunter geht es weiter, und zwar das ist der Steinschlagschutz. Der ist neu, da gibt es einmal Tour, dann gibt es Razer V8 Power und nochmal dieses Mighty Griffin. Das sieht einmal so aus, wo ich ganz ehrlich sagen muss, es überdeckt jetzt irgendwie die LEDs. Das sieht schon um einiges besser aus, überdeckt auch die Mitte des LEDs und das ist eigentlich am besten, weil das überdeckt so gut wie gar nicht. Haben wir da schon mal den Steinschutz. Ihr seht auch hier, es gibt Frontemblem, Kühlergrill und Schutzspiegel, Kühlergrill. Inklusive Frontschutzbügel, also vorne auch noch mehr dran bauen. Gehen wir erstmal hier zum Frontemblem, da haben wir einmal Griffin, da haben wir einmal King of the Road und dann dementsprechend Fabis, was eigentlich auch nur dieses Scania-Logo hier dementsprechend ist. Wir nehmen einfach mal das, weil es schön aussieht, gehen in Richtung Kühlergrill, da gibt es auch drei neue Möglichkeiten. Riser, der sieht so aus. Kühlergrill Riser ist nicht mit den... Achso, ist nicht kompatibel. Alles klar. So, Kühlergrill Riser. Kühlergrill Matrix oder Matrix. Und Kühlergrill Mighty Griffin. Und heilige Scheiße, ihr seht, je nachdem, oh, ihr könnt ordentlich anbauen. Wenig, mehr, viel mehr. Und wir bleiben einfach mal bei viel mehr. Und was können wir jetzt hier dran bauen? LED-Chrom, Light-Chrom, das eigentlich das Übliche könnt ihr hier dran bauen. Ne? Also das, was hier eigentlich immer unten und so weiter und so fort ging, das könnt ihr jetzt im Endeffekt auch hier dran bauen und euch da irgendwie die wunderschönsten Bilder, Spiegel, Dinger, Lichtschatten, Gedöns, Dinger bauen, die ihr je gesehen habt. Das ist dementsprechend euch überlassen. Je nachdem, egal welcher Aufsatz es ist und bleibt an sich das Gleiche. Und damit könnt ihr irgendwie hier schon, was weiß ich, schöne Muster bauen. Ich mache das jetzt beispielsweise mal so hier und mal so und dann dementsprechend mal so. Haben wir ein Kreuz, mal gucken, ob das am Ende auch so leuchtet. Weiter nach unten ist der Frontschutzbügel. Der ist klassisch gehalten, entweder so oder so oder so. Natürlich sollte man jetzt dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt hier die Front haben, sollte es irgendwo dezent sein, beziehungsweise man kann es, denke ich mal, auch komplett weglassen. Ansonsten, kennzeichentechnisch hat sich jetzt hier nichts getan, außer, ne, der Ranger ist auch noch so geblieben, wie er ist, hat sich jetzt dementsprechend nichts getan. Und am Kennzeichen selbst aber wiederum, denn das heißt jetzt Vorderer Schmutzfänger, ja, und da gibt es einmal Scania Standard, Scania V8 Power, Griffin, King of the Road oder halt auf Wehrmacht Scania Standard Paint, V8 Standard Paint, Griffin Standard Paint, King of the Road Paint. Könnt ihr alles dran klatschen, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, alles Scania Power geil, mach mal halt hier stinknormales Scania dran. Ansonsten hier alles beim Alten. Türgriffe gibt es auch nicht Neues, ne? Kunststoff lackiert oder halt dementsprechend Chrom. Aber das ist neu dazu gekommen und zwar der sogenannte die Türzieherleiste. Da gibt es einmal V8 Style, V8 Special, Griffin und Mighty Griffin. Wenn wir mal näher rangehen, sieht man das so mehr oder weniger. Auch so halbwegs besonders ist halt, ja, je nachdem, wer halt so drauf steht. Das könnt ihr natürlich links und rechts ist es dann automatisch auch mit dran. So, hier oben, da haben wir die Fensterziehleiste. Was können wir an der Fensterziehleiste bauen? Natürlich haben wir das Griffin, das Scania Special oder halt auch das Mighty Scania. Und alles glitzert irgendwie. Okay. Spiegeltechnisch hat sich nicht verändert. Radtechnisch hat sich nicht verändert. Durch dieses wundervolle DLC, was da damals rauskam, könnt ihr eure Räder halt hier so anbuchsen, wie ihr wollt. Aber ihr seht schon, hier hinten geht es weiter. Auspuff hinten. Das ist ja ganz Standard. Und dann dementsprechend hier diese Chassisabdeckung.
Fangen wir einfach mal mit Auspuff hinten an. Schnell erklärt. Wir haben Auspuff hinten V8 Power. Ja, sieht wirklich so aus. Tor. Oder halt auch Wingmaster V8. Das gibt's anscheinend irgendwie wirklich. Also, damit mal durch den TÜV. Finde ich interessant. Oder ist das einfach nur Deko? Kann natürlich je nachdem sein. Ich meine, damit, ja, okay, damit, ja, Standard. Aber damit, ne, ist so eine Sache. Bereich Chassis-Abdeckung, da haben wir Dis oder dementsprechend Tor. Ist auf jeden Fall eine nette Sache, dass es nicht so nackig unten drunter aussieht. Deswegen, entweder so oder so, wer es halt einmal cleaner oder einmal halt ein bisschen gecrunched haben will, nenne ich es einfach mal. Es geht weiter. Hintere Stoßstange. Ja, ja. Original. Diva. Kenturung. Irgendwas. Oder Tour. Ich muss ganz ehrlich sagen, sieht geil aus. Da muss ich wirklich sagen, sieht richtig geil aus. Und Zubehörslot. 6 Zubehörslots. Ein Zubehörslot. Gar kein Zubehörslot, Standard. Was können wir denn hier als Zubehör so wunderschönes dran bauen? Klicken wir mal drauf. Ach, LED-Chrom. Können wir da dementsprechend auch nochmal dran bauen? Alles klar. Wenn wir hier mal draufklicken, zack, haben wir hier dementsprechend aber auch die gleiche Auswahl. Wir können da lediglich halt mehr oder weniger dran bauen. Wenn wir das Ganze mal anmachen beispielsweise und sagen jetzt, yo, alles klar, ich will das jetzt unbedingt, dass das noch hier dran kommt, bauen wir halt noch solche LED-Dinger ein, zack. Das ist gar nicht so einfach, das Ganze hier zu machen, zack, zack, zack. So, sehr schön. Ist dran. Man sieht's, es ist jetzt gerade ein bisschen zu hell hier in dieser Werkstatt, aber man sieht's definitiv. Ja, ja, es ist schon heftig. Ansonsten, hier hinten haben wir auch noch den hinteren Schmutzfänger. Das ist ganz klassisch, der hintere Schmutzfänger. Original. Overtake, das durfte aber glaube ich schon mit da drin gewesen sein. Overtake, okay. King of the Road. Griffin. Scania Special, Scania Standard, dann haben wir Overtake, okay, King of the Road, Special, Standard. Alter Schwede. Also ich sag mal so, wenn es wirklich, es gibt ja Scania-Enthusiasten unter euch, ihr seid auch gekommen, oder? Also vor lauter Geilheit, das könnt ihr ja nicht abschreiben. Ne, das ist, ich bin da ja wie gesagt eher neutral. Ich finde das zwar alles sehr nice, aber ich denke mir, für die ja wirklich so geil auf Scania sind, das muss ja das muss ja Ostern, Weihnachten und Kindertag, Geburtstag und Heilige Drei Könige und Maria Himmelfahrt muss es ja zugleich gewesen sein. So viel zum Thema der Außenabdeckung. Man sieht es jetzt hier auch so ungefähr, wie ich mir das Ganze wie das Ganze so aussieht. Ja, gut, hat jetzt nicht so ganz mit den Mustern, gebe ich ehrlich zu, geht besser, aber John Wayne sieht auf jeden Fall schon mal richtig schick aus. Oder? Sieht schon mal richtig schick aus. Überall Lampen, hinten Lampen dran, da Lampen dran, hier Lampen dran. Geil, aber es geht ja noch weiter. Nicht, dass er friert. Innenbereich. Ja, im Innenbereich kann man vieles einstellen. Beispielsweise Spiegel braucht man nicht. Hier ist schon dran. Können wir noch Navigationsgerät hinklatschen, wer das auch immer haben will. So, weiter geht's. Hier könnt ihr auch noch von innen das LED dran tun. Ist jetzt nicht das Problem. Das ist das gleiche in grün, könnt ihr alles von innen machen. Hier haben wir ja standardgemäß durch die ganzen Sets, die es da gab, könnt ihr ja hier auswählen, dementsprechend bis ihr kunterbunt seid, so auf Deutsch übersetzt. Und dazu gibt es natürlich Europa, ne, Trucker Mini, King Mini und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt dementsprechend nichts Neues. Da könnt ihr hier eure Scania-Fähnchen ranhängen und so weiter und so fort. Da, ja, hängt halt Scania dran, bis er an der Widget-Scheibe nichts will. Ich weiß nicht, wie man es sonst ausdrücken soll. Ne, da könnt ihr, wie gesagt, eure Kreativität ja frei im Lauf lassen, wer dieses Indoor-DLC im Endeffekt hat. Ansonsten bin ich mir gerade gar nicht sicher. Schauen wir mal, ach hier, Scania Kaffeetasse, Scania V8 Coffee Mulk.
CSD Coffee Mug, ansonsten ist es dann das aber hier im Innenbereich mehr oder weniger auch schon gewesen, bis auf natürlich Dash oder halt Sender, Dashboard Table oder Long Dashboard Table. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ist jetzt der Unterschied? Hier könnt ihr euch aussuchen, alles klar, ich stelle hier, wie gesagt, diese Tassen drauf, die Wackeldackels, die Pumpkins, in Rocket League, Battle Car, okay, die hatten wohl einen Deal, in Scania, im 1:18 Modell, in Santa Claus zu Weihnachten und so weiter und so fort. Oder ihr sagt einfach, ey, das ist voll öde, ich mach gleich dieses Long Dashboard Table hier und klatsch meine ganze Leiste voll. Zum Beispiel stelle ich hier eine Kaffeetasse drauf. Und ich stelle hier einen Weihnachtsmann drauf, den ich gerade nicht mal runterkriege. Alles klar. Ach hier. Und ich lege hier eine Sonnenbrille hin. Und ich lege hier meine Geldbörse hin, weil ich der Geilste bin. Und ein Sandwich, was rumgammelt. Und ein Wackeldackel, der nochmal rumgammelt. Und noch ein anderer. Nee, das ist noch so ein Wackeldackel, der rumwackelt. Und dann stelle ich jetzt hier hinten noch so ein Kürbis hin, weil ich schon in Halloween-Stimmung bin. Und noch so ein Scania. Und weil ich Rocket League auch mache, so ein Rocket League-Auto. Und noch ein Handy. So. Und ja. Tja, genau. So. Und schon, wenn wir mal kurz auf den Sitz switchen, könnt ihr oder habt ihr dementsprechend euer komplettes Dashboard mit Zeug vollgemüllt. Klick würde ausrasten. Ansonsten, hier hat sich nichts geändert. Sporttasche, Sporttasche, zack, Laptop. Ist nichts anderes. Hier oben gibt's noch ein bisschen was. Da könnt ihr wieder euren Dings dementsprechend hier mit einlullen. Da gibt es aber für Scania auch nichts Besonderes, außer nur so ein Rocket League-Ball hier. Das ist die Sonnenschürze von innen. Das sind natürlich noch die Gardinen. Da gibt es natürlich noch die wunderbare Scania-Gardine. Ja, könnt ihr euch jetzt auch mit reinhängen. Auch sehr schön. Ansonsten, hier gibt's nichts, da gibt's nichts mehr einzustellen. Da vorne ist alles schon. Das, ach so, und hier halt in der Mitte, aber da bleibt es auch beim, genau, beim alten Sporttasche oder so einem blöden Kühlschrank. Dementsprechend hier mit reinstellen. Was hier ist blöd, ist natürlich wichtig, ne, ist klar, aber ihr wisst ja. So, dann kann man sich das Ganze nochmal hier von außen geben. Das gute Stück. Wie man jetzt hier sieht, ne, sieht alles toll aus, Licht an, Licht aus. Ist jetzt nur im Außenbereich für bestellen, das mag, hat kostet auch nur lockere 70.000 und keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das Ganze zusammenzubauen. Und wir gehen einfach mal raus und jetzt ist es natürlich herrlicher Tag, es ist 14 Uhr, schieß mich tot. Jetzt ist natürlich die Frage, ah ja, wir machen den Motor an und es leuchtet. Es leuchtet, es leuchtet, es leuchtet. Wir sind hier im Standdings. Das Problem ist, ich habe ja sonst immer Lenkrad dran und jetzt dementsprechend nicht mehr. Deswegen gehen wir mal von Standlicht. Das sieht so aus, ne? Abblendlicht, Fernlicht, ganz klar, und Rundumleuchte, Dachmontagen, Dismontagen, alles noch dementsprechend mit dran. Machen wir hier das allgemeine mal das Licht an und naja, wirkt jetzt natürlich etwas anders als üblich, aber wenn ich es ausmache, geht's aus. Wenn ich es anmache oder wenn ich schon mal den Motor vorstarte, ohne dass ich das Ganze jetzt hier anmache, können wir das Ganze hier nicht sehen. Leuchtet schön. Kurz ausschalten. So. Na. Ja. Leuchtet schön. Leuchtet alles schön. Also definitiv für Scania Liebhaber. Absolutes Highlight, würde ich sagen. Die mit Scania nur nichts anfangen können oder vielleicht auch gar nicht leiden können. Soll es ja alles geben. Ja. Absolutes Trauma. Mir ist es egal. Ich finde es geil. Schöne Spielerei. Lohnt sich die 4 Euro dafür. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie viele von euch alle DLC-Packs oder Paint-Shops da gekauft haben. Da fallen die 4 Euro auch nicht mehr auf. Und für alle die auf Scania stehen, ja, komm, nicht überlegen, kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt es bei Scania oder kriegt jede Marke, Mercedes, DAF, MAN und so weiter und so fort sowas? Da können wir uns auf viele weitere DLCs freuen. Aber dann ist auch für jeden was dabei. In dem Sinne, ich bin erstmal raus, meine Freunde. Gehabt euch wohl, wunderschönen Mittwoch euch heute noch. Bis dann, haut rein, peace and out.